udo.de. Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin der Thomas und ihr schaut wudu.de. Ja, jetzt gibt es nochmal ein Spiel von vom Steam Next Fest, da gibt es ja ganz viele Demos und wir zocken jetzt was von 3D Realms, meiner damaligen Lieblingsfirma, Duke Nukem 3D, das war damals so mein absolutes Lieblingsspiel und jetzt gibt es Kultik, das ist auch von 3D Realms, das ist eine Demo und ja, ich habe soweit alles nach oben gestellt, wie man das halt bei so einem Spiel machen kann. Denn die Musik habe ich ausgemacht wegen Copyright und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht gezockt. Ja, das ist jetzt auch für mich das erste Mal. 3D Realms Presents. Ich mache das hier mal ein bisschen leiser in meinen Boxen. Bin ich ja mal gespannt. Double Homicide. Okay. Missing. Aha. Missing. Alle Leute werden vermisst offensichtlich. Lead Investigator removed from case. Boah, wie sieht die Grafik aus? Das sieht aus wie so ein Grafikkartenfehler, ja. So ein paar lilane Pixel mittendrin. Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? So, da bin ich ja mal gespannt. Das sieht schön pixelig aus. Yes! Schauen wir mal. Was ist das? Eine Axt. Verdammte Axt. Mal gucken, was jetzt kommt. The Grave. No Lordic. Ah, es steht jetzt hinter mir, das seht ihr gerade nicht. Da steht The Grave. Press Enter zu Beginn. Bin ich mal gespannt. Geil, das sieht ja richtig pixelig aus. So muss das sein. Was ist da? Check. Bisschen leise. So, ist das? Grab. Ups. Wie übertrieben hoch springt der Typ. Ich glaube, ich muss die Axt nehmen, ja. Ja. Found a hatchet. So. Gehen wir ein bisschen weiter. Was geht hier? Private proceed to crouch. Ich hoffe, das ist so richtig mit den ganzen lilanen Pixel hier zwischendrin. Ich glaube aber schon, ne? So, dann gucken wir doch mal. Der springt so übertrieben hoch. Wie so ein Flummi. Hau dir eine rein. Komm schon. Handgun. Wie kann ich... Kann ich die denn auswählen? Was? This religious weird has been hovering around the lobby for nearly 10 minutes. Hey, ich hab doch gerade eine Handgun. Ach du Scheiße, guck mal! 2D-Sprites. Ach du Scheiße, ist das alt. Haha, genial. Wo? Hier. Wie habe ich die denn jetzt aus? Ach so. Hab ich nicht kapiert, wie man... Merkwürdig. So. Das sieht ja total bescheuert aus. Ah. Vor allem, das passt ja gar nicht zu dem Rest. Ja, alles ist hier in 3D-Sprite. Aber die Gegner, die toten Gegner sind dann nur noch Pixel. Wie kommt man denn da? The door is stuck. Ja. Du auch.
Schlag! Oh! Keep an eye for secrets, ja. Das ist ja schon geil gemacht. Man kann das Sichtfeld übrigens auch noch größer einstellen. Das geht auch, wenn man das will. Was ist das? Ah, Rüstungsplatten. Ich mag ja solche Spiele, ja. So ein bisschen Retro-Style. Das auch. Da bin ich und hier ducken, genau. Und das machen wir mal mit der Axt kaputt. Haha. So. Super, TNT-Bundle. Ah, wir haben TNT. Vielleicht können wir das einfach aufsprengen jetzt. AZ. Oh! Wie kann ich das zünden? Mit E. Kann ich das entzünden? Weiß nur der Geier, oder? Egal, wir gehen einfach weiter. Ich weiß nicht, wie man das zündet. Ich hätte eher gedacht, so mit einem. Feuerzeug? So. Die können wir auch kaputt machen. Ne? Ha! Ich lese jetzt ja nicht die ganzen Texte. Das hält nur unnötig auf. Hä? Mich aber wundert, hier ist kein Secret. Hm. Ich hab mir gedacht, jetzt kommt irgendwas Cooles. Oh, Scheiße. Was geht denn da ab? Aua! Drecksack. Ah, da kann man was upgraden. Nee. Guck mal, wir sammeln ein bisschen Krempel ein, kurz. Hallo? Oh, shit. Ich wette, man kann die in die Luft springen. Aua! Ey, sag mal! So, jetzt ist meine Munition leer. Was ist das für ein Stahl, den die da benutzen? More powerful ammunition that allows handgun to deal higher damage. Upgrade parts available 1. Wohl nicht so aus, als wenn wir irgendwas machen können. Na, 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 na. So. Drecksack. Ey, ich hätte ganz gern mal wieder Munition für diese Waffe hier, ne? Oh, Scheiße. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Komm schon, ein bisschen Munition. Ja, jetzt. Was soll das denn sein? Achso, ja. Ja, TNT, das ist alles schön und gut. Aber wie kann man das denn benutzen? Ich gehe mal kurz in die Steuerung rein. Bla, bla, bla. Rechte Maustaste. Mittlere Maustaste. E, Kick, Dodge, Run, Slide. Quick TNT Z. Moment, ich mache mal gerade Quick Save auf die Maustaste hier. Hat er das jetzt gemacht? Quick 7 Leiter. Field Kit. Tja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie
Ich muss es nochmal ausprobieren. Hä? Was zum... Oder geht das in der Demo noch nicht, oder wie, oder was? Ach, leck mich doch. Dann lass es halt sein. Ich weiß es nicht, wie das geht. Hallo? Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Das ist ja die Tür, die da quasi zu war, ne? Und jetzt? Schwierig. Na 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 na. So. Hier geht's aber nicht weit. Es kann sein, dass wir hinten am LKW vorbei müssen. Hier können wir auf jeden Fall was mit anzünden. Demnächst schmeiße ich das gegen die Birne. Auf jeden Fall. Komm schon. Wo seid ihr, ihr Säcke? Was ist das denn? Ah, oh, Munition, super. Ist eigentlich ganz witzig, oder? Was sagt ihr? Allerdings, ja, nicht so einfach auch. Ich bin ja auch schon nur 58%. Gehen wir kurz da hinten gucken. Ich brauche wirklich ein bisschen Energie hier. Scheiße, hier gibt es aber nichts. Mist, ich habe gedacht, irgendwo ist noch was versteckt. Wir sollen ja nach Secrets Ausschau halten, richtig? Richtig. Leichen. Viele. Da ist auch noch einer. Komm, dem schmeiß ich das Ding jetzt gegen die Birnen, auf jeden Fall. Komm schon. So macht das der Voodoo, der Noob. Headshot. Ja, das geht. Das geht. Man kann dem die Birne wegrasieren. So. Noch ein Versuch. Oh, Kacke. Seht ihr die? Hätte ja funktionieren können. Ja. Der ist kurz langsamer geworden. Hat er da irgendwie so Bullet Time oder was? Sind wir übrigens vielleicht tot. Und ich habe schon wieder keinen Monitor mehr. Wahnsinn. Ich habe auf Standard gestellt. Ne? Das ist ja jetzt nun wirklich nicht hoch. Da gibt es ja noch drei andere Schwierigkeiten. Das heißt, ich bin jetzt tot. Keine Ahnung. Nicht mehr Munition, ihr Säcke. Ei. Oh. Anfett! Ach du Scheiße! Hallo? Wow, wie so dauert es, dieses uralte Spiel so lange zum Laden? Komm, hau ab! Schnell weg! Boah! So, jetzt mal, jetzt ist aber. Au! Was haben die denn für eine. Wo ist der? Der ist da drin. Ha! Drecksack. Was war das? Noch mehr Handgun-Ammo. Oh, 113 Schuss! Oh, abspeichern. Hier war nix, ne? In den Kisten, in den Truhen drin. Ja, genau, vor allem er trifft immer.
Läuft mit der Treppe. Stuhl. Ja, soweit ganz witzig, oder? Was meint ihr? Klemmt der an den Busch? Junge. Gar nicht so einfach, die Leitern hochzugehen. Was das für eine riesen Feuerlache hier gibt, ey. Der Hammer. Da oben geht's hoch und da unten. Was? Du kleiner Drecksack. Seht ihr das? Wenn man einen Headshot macht, gibt es Bullet Time. Aber auch nicht immer. Nur wenn er gerade Spaß hat. Schwer. Junge, das kann doch nicht sein. Der schießt sofort. Du kannst nichts machen. Boah, ey, das Spiel ist ja mega schwer. Vor allem, wenn du da halt auch auf schwer dann zockst, dann bist du, glaube ich, richtig im Arsch. Oh nein. No chance. No chance. Das hier ist. Das muss zack, das muss sofort da sein. Ich laufe hier mit. Ah, jetzt habe ich 39% nochmal. Jawoll! Zersplicht! Something is blocking the door. Dann. Bam! Immer noch. Duck Jump. Shotgun. Was denn? Wir haben eine Shotgun, Leute. Direkt mal. Boah. Ja, aber das ist. Au! Das ist doch totaler Mumpitz. Du siehst irgendwo in der Ferne irgendwie so ein ganz kleines Männlein und es schießt sofort in deinen Kopf rein. Wie willst du denn da ausweichen? Meine Fresse. In diesen Kisten ist, glaube ich, nie was drin, oder? War da bisher irgendwann mal was drin? Ich glaube nicht, ne? Wunderbar, wunderbar. Wenn du die ganze Zeit so Headshots machst, dann läuft das eigentlich. Ach nee, komm. Da. Genau, von da aus. Kacke, ich komme hier nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr zurück. Ja, das ist zu weit weg. Also die treffen mich, aber ich treffe die nicht. Fast unmöglich. Ey, das ist ja totaler Käse ist das. Ach du Scheiße. Aber das war ja früher so, ne? Bei Duke war das ja auch so. Wenn da diese Pickups da, die haben dich von irgendwo geballert und die haben immer getroffen, ja.
Mir gefällt die Grafik. Also, klar, das ist natürlich ein Retro-Spiel, aber ich mag diesen komischen Style nicht. Da ist so ein Filter drüber, der das irgendwie aussehen lässt, als wenn das Grafikfehler. Da seht ihr ja auch diese lila Pixel. Der erinnert mich immer daran, wenn eine Grafikkarte kurz vorm Verrecken ist. Die macht dann auch immer solche Sachen. Oder kann man das hier in den Optionen? Dithering. Ich mach das hier mal alles aus. Ja gut, Blumen ist ja was anderes. Sieht immer noch so aus, oder? Nee. Ach, was weiß ich. Man muss auch bei dem Spiel muss man richtig die Umgebung ausnutzen. Aua! Verdammte Scheiße! Man kann die nämlich auch abballern, diese Dinger hier. Ist hier irgendwas? Nee. Hier aber. Wie kann man tauchen auf C? Oh yes. Boah, herrje. Na, 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 na. Ich könnte... Dem jage ich so die Schrot rein. Bäm! Ah, ins Gesicht! Kleiner Drecksack! Oh oh, das ist nicht gut, wenn hier so viel Krempel rumliegt. Ist schon brutal übrigens, ne? Was denn? Dem habe ich das Ding nebendran angezündet und der. Oh. Junge! Kranke Scheiße, oder? Hier noch irgendwas? Nee, ne? Bockt aber. Und immer schön in allen Ecken gucken. Das habe ich gehört. Abrasiert. Something is locking. Das hat was gebracht, oder nicht? Nö. Wie kommt man denn da hin? Ich will da hin. Ja, komm. Really? So. Ich lasse es, bevor ich mich zu Tode aufrege. Ich gehe einfach. Juhu! Oh oh. Jetzt, hier wäre jetzt natürlich so ein Dingens. So ein Explosive geil gewesen, ne? Aber ich weiß nicht, wie das geht, ja?
Einfach drauf schießen. Wer macht denn sowas? Ich. Können wir direkt mal ausprobieren. So schnell wollte ich eigentlich nicht. Ach du Scheiße. Ah. So schnell wollte ich eigentlich nicht draufdrücken. Das war jetzt dumm. Aber was sagt ihr? Jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde gespielt. Ist eigentlich ganz cool. Also, ja, wir haben jetzt hier. Oh shit. Da sind die Teile weit geflogen. Ja. So sieht's aus, Leute. Gucken wir mal hier. Gehen wir mal hier auf die Shop-Seite. So sieht das Spiel aus, ja. Sehr interessant. Coming soon. Also, das kennt man ja von 3D Realms. Die werden niemals irgendein Release-Datum angeben. Aber eigentlich ist das ganz cool, oder? Old School. Ist auch nur Singleplayer, ja. Also, ich finde es ganz okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange das insgesamt ist, wenn die Vollversion rauskommt. Aber war doch mal ganz witzig, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de